Einen recht schönen guten Tag, liebe Abonnenten unseres Kanals Typisch Usbekisch. Wir wollen Ihnen heute was ganz Besonderes aus der usbekischen oder zentralasiatischen Kultur vorstellen, nämlich die Richtung der Minnesänger Zentralasiens, Bachschi. Heute in der NBU, Galerie der Künste Usbekistans, findet eine Veranstaltung, in der so ein Minnesänger aus dem Süden Usbekistans, Herr Pajonow, sein Epos Alonazar und Olchinbek vorstellen wird. Er vertritt die südliche Schule der Bachschi, das ist die Schule im Süden Usbekistans, Surchandarya Richtung. Das ist ein kurzes Interview von seinem Auftritt. Und so sieht unser Protagonist aus. Er hat immer ein Dutar, eine Dombra mit sich. Das ist ein Saiteninstrument, besteht aus zwei Saiten, und mit diesem Instrument arrangiert er halt die musikalische Begleitung seiner Legenden. Und die Veranstaltung findet in der NBU Galerie statt, und organisiert ist einerseits von der Galerie in Zusammenarbeit mit der NGO Oxus Culture, die usbekisches Kulturerbe, das ist hier der Vertreter, in Usbekistan pflegt. Oxus Culture. Und los geht es. Ja, so haben Sie gehört und gesehen, dass die Bachschis aus dem Süden Usbekistans, aus Surchandarya, mit ihrem Kehlkopf sehr gut spielen können und sehr schöne Laute hervorbringen können. Neben unserem Protagonisten möchten wir auch einen anderen Vertreter der westlichen Schule der Bachschi vorstellen. Das ist der Bachschi Matjo Kubow aus Choresm, und das ist eine andere Art der Bachschi-Schule, und das ist hier unser Otachon Matjo Kubow mit seiner Legende. Hören Sie gleich, wie es aussieht. Şah öğretmeyi basit.
Ja, liebe Freunde, andere Schule, also Kolesmische Schule, der Bachschi-Sänger, anderer Stil. Ich hoffe, unser Video hat Ihnen sehr gut gefallen und bis zum nächsten Mal und tschüss.